Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Hier seht ihr das nächste Projekt von uns. Es ist ja wieder fast Frühling. Sachs Speedforce R bekommt neue Reifen, bekommt vorne eine neue Bremsscheibe, komplett neue Belege vorne hinten. Der Hinterreifen liegt hier schon, der ist schon umgezogen. So sieht der Gute jetzt aus. Neue Ventile. Ne? So sieht der Gute jetzt aus. Ja, man sieht noch Noppen. Ne? Da sind überall noch die Noppen drauf. Also nicht, dass es heißt hier. Ne? So, wisst ihr Bescheid? Ja, Ölen tut der Gute. Das heißt, wir werden uns in dem Zuge auch nochmal die Ölpumpe angucken. Ja, da hat sich wohl ein bisschen was gelöst. Durch das Fahren jetzt und so. Achso, Rücklicht. Habe ich hier schon weggeschmissen, warte mal. Ah, mal gucken, ob man das sieht. Ah, blendet, ne? Ja, da hat man es eben ganz kurz, warte mal. Hier mal aus der künstlichen Sonne rausgehe. So, so also kann man es zumindest erahnen. Da oben, seht ihr das? Oben ist der kleine Faden durch, wenn ihr genau hinguckt. Naja, gut, auf jeden Fall kriegt er eine neue Rücklichtbirne. Wurde vom Kunden oder von dem Bekannten Pascal, Grüße gehen raus, auch bemängelt, dass er kein Rücklicht hat. Ja, das kann schon passieren, wenn die Birne kaputt ist. Ne? Schraubenzieher, zwei Schrauben zur Tanke gefahren, Rücklicht geholt, dann wäre die Sache auch wieder in Ordnung. Ja, so. Auf die Bremsbeläge vorne müssen wir noch warten. Genauso wie auf die Scheibe. Es ist in diesem Fall eine 180 mm Bremsscheibe. Ja, die ist bestellt, die kommt. Da habe ich auch erst gestern erfahren, dass wir die mitmachen sollen. Bisschen früher wäre schön gewesen, dann hätten wir sie schon bestellt und fertig. Ich fülle jetzt eben das Getriebeöl auf. Hier, ihr seht, Einfüllschraube ist noch raus. Abgelassen haben wir schon. Dann werden wir gleich hinten die beiden Bremsbacken tauschen von der Trommelbremse. Dann werden wir das Vorderrad schon mal umziehen. Die Bremsscheibe machen wir später. Aber dann haben wir das Umziehen der Reifen schon erledigt. Und dann gucken wir uns noch die Ölpumpe an, warum die ölt. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Gut, das Durchgucken der Ölpumpe wird ungefähr, ich schätze mal, so 2-3 Stunden dauern. Also das werden wir nicht mehr heute machen. Ja, und dann mal sehen, ne? Wisst ihr Bescheid. Vielen Dank fürs Zusehen. Haha. Nein, kommt gleich noch was. Ihr seht, die Batterie ist auch raus, ne? Batterie ist auch raus. Sie steht hier gerade und lädt. Ein schöner Becher. Ne? Lädt ist jetzt gerade bei. Sieht man nicht. Gut. Auf jeden Fall ist angeschlossen, ne? So dass die dann auch wieder Taco ist. Wisst ihr Bescheid. So, Getriebeöl wurde gewechselt. Jetzt nur mal so. Zur Info, der ist eine Saison damit gefahren. So sieht das Getriebeöl aus, wenn es Taco ist, ja, wenn es neu ist. Und so, nach einer Saison, wenn ihr viel gefahren seid, ja. Also ich denke, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Dass das mal neu musste, beziehungsweise dass es die richtige Entscheidung war, hier für ein Appel und Ei, sage ich mal, neues Getriebeöl reinzumachen. Ich denke, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Wisst ihr Bescheid. Immer schön die Fahrzeuge, auf die ihr angewiesen seid oder mit denen ihr Spaß haben wollt, immer pflegen. Zumindest motorentechnisch. Ja? Das muss alles Taco sein. So, das Vorderrad ist jetzt drin, das neue. Das ist der Eugen, der schraubt hier. Das hat man nicht gesehen, mal nochmal bitte. Ja, mit Grinsen, guck mal hier, siehst du? Guck mal hier, guck mal, wie es grinst. So, dann haben wir hier die neue Bremsscheibe montiert. Neue Belege, ne? Wie sich das gehört. Hinten hat er auch von Stage 6 neue Belege reingekriegt. Ne?
Das sind die, die haben so wie, warte, zeige ich euch mal an der billigen Version. Ne, hier nicht. Wo haben wir die jetzt? Moment, muss mal eben gucken. Irgendwo haben wir die auch. Da, die haben ja auch so eine Rillen drin, die Stage 6. Ja, so ähnlich wie diese, nur dass die von Stage 6 halt orange sind. Und eine etwas bessere Qualität haben, was den Guss angeht. Ja? So, wisst ihr Bescheid. Also, das ist jetzt erstmal Stand der Dinge. Vorderrad wird jetzt gemacht, dann kriegt er noch neue Bremsflüssigkeit. Kriegt vorne noch eine neue Beleuchtung. Hinten kriegt er noch neue Birne. Du hast schon eine reingemacht. Hat er schon? Mensch! Ein Teaser. Ne? Wisst ihr Bescheid, bis dahin. Achso, Batterie ist auch schon wieder drin. Geladen, selbstverständlich. Ne? Wisst ihr Bescheid. So, hier haben wir dann ein neues Problem. So sieht das auf beiden Seiten aus. Ja. Es liegt wahrscheinlich daran, der Kunde hat sich damit mal gepackt. Also lang gemacht. Ja, da kannst du nicht viel machen, weil die Halter sind weggebrochen. Ne? Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Da ist nur ein Stück vom Halter da. Das heißt, kannst du eigentlich nur hier oben reinbohren. Kleines Loch rein in diese Verkleidung. Und einen Kabelbinder drum ziehen. Was willst du sonst machen? Ne? Klar, du könntest jetzt auch umständlich hingehen und von innen einen Halter ankleben, schweißen, wie auch immer. Ne? Hier ist noch so ein Stück von da. Seht ihr das? Aber es reicht ja auch nicht. Ne? Tja, das ist das Problem. Ne? Hier. Also werden wir auf beiden Seiten ein kleines Loch einbohren, einen schwarzen Kabelbinder drum und dann ist gut. Ne? Wisst ihr Bescheid. So, hier jetzt nochmal zum Ölproblem. Der Simmerring, der hier drin ist, der hier, der war undicht. Ja? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das in dem Video von diesem Roller war, in dem alten, oder in einem anderen. Irgendwo hatte ich schon mal angesprochen, dass wir die Simmerringe drin lassen und gucken. Aber die hier waren so hart, jetzt nach all der Zeit. Der stand ja auch lange vorher. Dass wir den auf jeden Fall tauschen müssen, ne? Wisst ihr Bescheid. Ja, so, neues Öl ist drin. Diesmal ist es nicht das rote, was drin war, das haben wir abgelassen. Wir haben unser Hausöl, hätte ich beinahe gesagt, genommen. Das ist grün. Gut, schmeckt nach Pfirsich. Ja, also das heißt, wenn der Roller irgendwo mal tropft, dann kann der Kollege da hingehen, mal probieren, und wenn es nach Pfirsich schmeckt, weiß er ganz genau, alles klar, das ist von ihm. Ja, wie machen wir das jetzt hier? Ölpumpe. Ja. Jetzt haben wir ja das Problem, wir haben das Öl komplett abgelassen, das heißt der dicke Schlauch, der Zulaufschlauch da, der ist ja komplett leer und der kleine, der zum Vergaser geht, normalerweise auch. So, wie macht man das jetzt? Hier vorne das Zahnrad abgenommen, da in Bohrmaschine eingespannt, Linkslauf und gib ihm. Ja, und dann hier, so, mach mal. Ja, so, gut. So, das heißt, jetzt ist Öl im System. Jetzt können wir es wieder zusammenbauen, anschließend fertig. Und wenn wir den Roller schon mal hier haben, werden wir hier auch die Schrauben kürzen. Also sowas macht man nicht. Ne? Die Schrauben bis aufs Plastik da reinballern. Da hinten hat er noch ein bisschen Luft, aber die hier liegt auf. Das geht so nicht, Leute. Ja, ihr drückt euch das Plastik kaputt und dann habt ihr nichts gewonnen, außer Schaden. Ja, da kommen also kürzere rein, dass das auch wieder vernünftig ist. Ja, so, der Pascal hat gesagt, wir sollen uns dann auch noch den Tankgeber mal angucken. Er zeigt nicht richtig an. Sowohl leer als auch voll würde er nicht richtig anzeigen. Ja. Wenn man sowas gemacht haben möchte, ist das alles gar kein Problem. Aber tut uns doch mal den Gefallen und bringt dann wenigstens auch mal Sprit mit. Weil, wie gucken wir denn jetzt, ob das Ding voll ist? So, ohne Sprit schwierig, ne? Junge, 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 Junge. Also, erstmal ab zur Tanke, Kanister voll gemacht, dass man hier auch mal das vernünftig einstellen kann. Nicht? Neuer Tag, neues Glück hier für den Sachs Speedforce R. Ihr seht schon, da hängt die Ölpumpe.
Die Schläuche sind endlich da. Wir können die Ölpumpe wieder vernünftig einbauen. Hier seht ihr schon, ist der neue drauf. Einer davon. Der hier ist jetzt auch neu, aber da haben wir extra einen bestellt, der da drauf gehört. Der 100% da drauf gehört. Wir wollen ja auch 100%ig sicher sein. Deswegen werden wir den nochmal tauschen. Dann werden wir den Bautenzug von der Ölpumpe, der ist auch endlich da. Den werden wir auch tauschen. Und im Hintergrund knattert noch Piaggio Sport City One. Erste Hand, 10.000 Kilometer, hat eine kleine Wartung gekriegt. Steht super da, man sieht es auch an den Felgen alleine schon, Garagenfahrzeug, ne, da ist nichts dran. Ja, gut, er hat wohl mal den einen oder anderen Schrammer abgekriegt, wie man hier sieht, aber unverbastelt das Ding. Es war ein Traum, dabei zu gehen. Endlich. Außer das goldene Hitzeschutzblech, was ich persönlich auch schwarz gemacht hätte. Aber das muss ja jeder selber wissen. Ne? Gut, hier hat er dann noch so einen kleinen Schandfleck, hat er doch. Hier, ne? Ja, es ist ja, naja, kleben wir einen roten Löwen drauf, ne? Dann passt das wieder. Ja, Spaß beiseite. Das eine ist Fußball und das andere ist, ja, Real Life. Das sind zwei verschiedene Sachen, ne? Wisst ihr Bescheid. Gut, ja. Mehr dann, wenn der Speedforce zusammengebaut ist. Ja Leute, wenn man keinen Fusch haben will, dann muss man wohl auch den kompletten Roller mal auseinandernehmen. So, jetzt hier der Zug zur Ölpumpe. Haben wir hier rausgebaut, ne? Ist klar. Weil alles andere ist echt in Ordnung. Sparen uns ein bisschen Arbeit, indem wir nur den Zug tauschen. Wer erkennt denn das Ding hier? Schreibt es mal in die Kommentare, was das ist. Ich werde es nachher aufklären. Ja, mal eben schnell den scheiß Bautenzug wechseln, ne? Guckt euch das mal an. Bin mir so ziemlich sicher, dass das da nicht hingehört. Das ist eine Mutter oder so. Ja, irgendwas ist es. Ich habe mich eben gewundert, hat er alle schon zusammen? Wollte das Gummiding hier unten rein drücken. Ja, gehört da ja nun mal rein. Hier, jetzt ist da auch noch irgendeine Plastikkappe drauf, so ein Scheiß oder so. Wir werden das jetzt auseinandernehmen. Dann wird das hier und das auch noch mal komplett getauscht. Ja, hatten wir eigentlich nicht vor, weil nicht mehr als nötig. Ja, dann hat man zur Not unbedingt, hat man zur Not halt noch mal einen Bautenzug oder was für einen Gasschieber liegen, falls der irgendwann mal reißt. Einziger Vorteil an dem Ganzen ist wirklich, ja, nicht mal mehr das, ne? Also es ist nicht mal mehr gut gefettet. Also, ach, hört auf zu fuschen, Alter. Kauft euch für 15 Euro so einen scheiß neuen Bautenzugsatz und fertig. Also sowas, es kostet wieder nur Zeit. Wenn du das gegenrechnest, das macht keinen Sinn. Also kann ich mich drauf aufregen über sowas, ehrlich. Geht mir der Arsch hoch. Das ist hier was, das würde vielleicht, keine Ahnung, irgendein Volldepp aus dem Osten machen, der Prall, der hat 20 Jahre Rollererfahrung. Ja, der würde das vielleicht so machen, aber gute Schrauber eben nicht. Ja, so, alles wieder drin. Hier sieht es wieder soweit gut aus. Ne? Ist gefettet, wie man sieht. Ist auch ein Spezialfett, also da passiert nichts mehr. Das ist auch gut so. Hier unten, den werden wir noch befreien. Werden wir hier nochmal lösen und das dann daraus ziehen, ne? Dass es auch wieder ordentlich aussieht. Ja, machen wir zu und dann kann die Ölpumpe wieder eingebaut werden. Ja Leute, und das ist jetzt das Ende vom Lied. Hier, Pascal. Hallo Pascal. Grüße euch. Sein Roller, wieder Taco, ölt nicht mehr. Springt relativ gut an. Ja, springt gut an, ne? Wie es halt so sein muss, oder Digga? Läuft top, danke. Und ja. Ja, mach an und dann wünsche ich dir was, Digga. So, und seht ihr nochmal. Ja, besser geht nicht, oder? Also, was will man mehr? So, hau rein, Digga.